Und herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Beim letzten Mal wurden wir leider von, oder eher gesagt, wurde Aiden von Jody getrennt. Wir können jetzt als Aiden hier rumfliegen, aber nicht durch diese Barrieren durch, die hier ringsrum aufgestellt sind. Durch jede Wand können wir auch nicht. Ja, wir müssen irgendeinen anderen Weg finden, diese Barrieren auszuschalten. Ich tippe mal, wir müssen irgendwen abknallen oder irgendwelche Steuerungen. Na, dem können wir schon was anstellen. Aiden, ich brauch dich. Das ist mir schon klar. Können wir hier? Ne, raus können wir nicht. Die Aggregate. Können wir auch nichts abschalten. Achso, hier ist was. Gut. Das geht schon mal nicht. Also müssen wir einen Weg finden, die beiden erstmal auszuschalten. Also brauchen wir wieder was. Wahrscheinlich eine Waffe oder irgendwas. Ein Schlagstock. Keine Ahnung. Sieht erstmal nicht so aus. Da können wir auch nicht lang. Schlafräume. Vielleicht wäre seine Knarre mitgenommen. Ja, zumindest liegen ein paar da. Da, bei denen? Ne. Können wir nicht hin. Weiter suchen. Da vorne ist sowas wie ein Speiseraum. Da ist nochmal ein Schlaflager. Vielleicht ist ja doch jemand hier mit seiner Knarre und dem Kopfkissen schlafen gegangen. Nein, ja schon mal nicht. Duschräume, Küche. Die gucken Fußball. Chinesen Fußball? Schade. Da können wir auch nicht durch. Den Feuerlöscher da, können wir den mitnehmen? Was hier noch irgendwas? Alles nicht so wirklich. Ja, ich weiß. Eine Dusche brauchen wir, glaube ich, nicht suchen. Dinger gehen auch nicht auf. Jetzt bin ich aber bald alles durch. Und das hier war, glaube ich, der Raum. Genau, das Ding zertreten und war auch nicht. Wird natürlich immer auch da sein. Ja. Dann kann es doch nur noch hier irgendwo sein. Maschinenraum. Ah. Damit können wir das Ding jetzt stilllegen. Nein, können wir auch nicht. Vielleicht den beiden über den Schädel ziehen. Oder da geradezu sind vielleicht noch Waffen. Können wir hier irgendwas holen? Ja. Damit wird es was. Dann holen wir uns mal.
schnell. Finde mich. Ich eile. Es geht ja hier mächtig zur Sache. Ne? Wo ist er denn? Ach, da. Setzen. Nur aber auch nicht Schmackes und dann geht das. Ich muss erst Ryan finden. Ach scheiß auf Ryan. Stick-Steuerung. So. Der ist auch wieder mobil. Die Tür aufmachen und dann fertig. Alles okay? Willst du das wirklich wissen? Wenn ich in 15 Minuten nicht da bin, geh ohne mich. Was soll das? Jody, das war's. Die Basis ist zerstört. Los, verschwinden wir, solange es noch geht. Die Kluft steht weit offen. Die Existenzen kommen da massenhaft raus, wenn das so bleibt. Nein, es ist zu spät, Jody. Wir müssen weg. Ich muss es tun. Du weißt das. Jetzt sind wir also wieder auf uns allein gestellt. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Der war wo? Der Sprengstoff. Ich brauche den Sprengstoff aus dem Verhörraum. Da. Ach, dieser beknackte Vollidiot. Der ist ja immer noch da. Kümmere dich um den Mistkerl ein. Zum Befehl. Sprengstoff. Da ist welcher. Ist er noch drin? Yep. Oh Gott. Verdammt. Fliegen ja auch massenweise rum. Den hast du auch schon erwischt. Frage ist, muss ich hier lang? Sieht nicht so aus. War hier nicht noch eine andere Tür? Nee. Hier irgendwas? Eiden vielleicht durch? Nee. Das gehört also nicht zum Spiel. Was war das für ein Licht? Hä? Ist doch gar nichts Grünes. Wer weiß. Gut, wir brauchen einen anderen Weg. Bevor uns diese Viecher hier holen. Ich weiß nicht, ob man hier eine bestimmte Zeit nur hat. Warte mal, hier der rote Gang. Der war doch irgendwie sowas Spezielles. Aber die Frage ist, ist das der richtige?
hier richtig? Ja, da vorne ist dieses Ding. Ja. Da müssen wir hin. Aber wie? Den hat's auch schon erwischt. Gibt's hier irgendwas? Außer diese Viecher? Scheiße. Hier ist nix. Ins Wasser kann ich auch nicht fliegen. Soll es da wirklich lang gehen? Wie soll ich denn da sonst rauskommen? Naja, es ist alles nur ein Labor. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es dahin geht. Durch die Tür werden wir auch nicht kommen. Ratschen mich auch nicht richtig ein. Von da sind wir hergekommen. Es muss hier sein. Irgendwas muss da sein. Was ist das da? Ah. Hätte man auch eher drauf kommen können. Gut. Ein kleiner Fail von mir, aber... Scheiße, ich hab echt Angst, ein... nicht weit weggehen. Ich sag sie aber immer, wenn sie Angst hat. Dass einen nicht weg, nicht weit weg soll. Scheint sich also doch ziemlich sicher zu fühlen, wenn er da ist. Alles pechschwarz. Dem Ding muss es doch Licht geben. Ruhig bleiben, Aiden. Hat sie jetzt eigentlich den Sprengstoff, wenn ich fragen darf? Hier rechts lag noch ein toter Chinese. Da vorne knistert es irgendwo. Säulen hier. Reicht es, wenn ich da eine kaputt mache? Muss ja eigentlich. Ich hab ja nur den einen. Ah, anscheinend nicht. Naja, sparen sich aber auch diese ganzen Kühlaggregate. Ist dadurch das ganze Wasser da alles gekühlt, diese ganze Technologie. Ich kann mir vorstellen, dass sowas mitunter ziemlich heiß wird. Drei Minuten. Nichts wie weg. Wir haben 3 Minuten. Oh, scheiße. Na dann, beeil dich mal, Jody. Da war bestimmt irgendein Scheiß hier dazwischen.
Den Ausgang müsste ich vielleicht auch noch irgendwie finden. Scheiße, wo ist der? Warte mal, hier bei den Lampen war da irgendwie was. Oder das war doch hier. Ja, da ist es. Oh, scheiße. Ah, war ja klar. Nimm mal die Beine in die Hand. Oh oh. Auf schon. Das Ding ist nämlich ziemlich fett für hier. Scheint gar nicht durchzupassen. Tja, war ein Klacks. Du stirbst heute hier mit mir, Menschen. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück. Aua. In der Meinung, das kann man ausdiskutieren. Au. Jahrelange Arbeit. Ah, fuck. Da, ah, sein Schraubenzieher wieder. Ah. Lass mich los. Was ist das denn? Kack, 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 das Vieh randaliert aber auch ziemlich. Aiden. Gut, das war zwar nicht Aiden, aber trotzdem danke. Und jetzt raus hier. So, wo lang? Geradeaus. Einfach geradeaus. Irgendwie. Wow, scheiße. Hier ist nur ein Kacklabor. Och, was willst du denn jetzt? Hau ab! Wenn du Angst hast, alleine zu sterben, dann wärst du lieber Busfahrer geworden. Alle tot? Ah, hier ist ein bisschen ein kleiner Wasserdamm. Läuft das da auf der anderen Seite nicht so durch? Können wir da ein bisschen rennen? Ja. Und jetzt ab dafür. Irgendwo hin. Zwar nicht mal eine Ahnung, wo ich hier gerade hinrenne, aber egal. Wird schon richtig sein. Ah, die Luke geht zu. Beilung, 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 Beilung. War fies. Da hätte ich jetzt runterfallen können. Super. Verdammt, Ryan. Wo zum Teufel bist du? Scheiße. Na toll. Was jetzt? Hast du gedacht, ich lasse dich hier? Hm? Ja.
Dachte ich. Was ist passiert? Scheiße. Sag mal, ein Lag. Kacke. Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wir haben ein Lag. Wir werden ein Lag? Guck ich mal um. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, und da ist arschkalt. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Will ich das jetzt echt machen? Oh Gott. Das ist eiskalt da oben. Oh. Du, das dauert nicht eine Minute, dann sind die da oben erfroren. Bei minus 40 Grad? Da draußen? Oh Gott. Schafft's vielleicht raus. Oder das ist auch alles. Wir haben ja noch zwei Teamkameraden, die hoffentlich irgendwas organisiert haben. Ah, und der in seinem Hemdchen dann nur. Boah. Tut mir leid mit dem Auge. Schon okay. Kann er wenigstens Captain spielen? Ich hätte es auch so gemacht. Immer noch sauer auf mich. Sind wir noch sauer? Ich würde sagen. Ja. Ja, klar, bin ich das. Tut mir leid, ich war ein totaler Idiot. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jody. Tja, hätt's vielleicht mal zeigen können. Unter anderen Umständen wäre ich sehr bewegt. Nur wollte, dass du es weißt, falls wir hier drauf gehen. Gut. Liebst du mich denn auch? Ich würde sagen, nein. Ich dachte es. Für einen Moment, aber. Ja. Nein, tue ich nicht. Sorry. Du bist ja sowas von dickköpfig. Findet man unsere Leichen noch? Oh. Unsere Mates. Da drüben! Hat euch aber lang genug Zeit gelassen. Da wäre vielleicht doch noch gerettet worden. Sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dann.